Hamburger Brötli. Hallo zusammen, heute zeige ich euch, was wir am Freitag für die Generalversammlung vom Veteranenverein vom Zivilschutz Region Alten gemacht haben. Wir haben Burger, Angus Burger auf dem Smoker gemacht und noch viel anderes. Ich zeige das halt ein bisschen gestaffelt, immer wieder. Zuerst haben wir natürlich Hamburger Brötli, das wären ein bisschen festere Brötli, nicht so Schaumstoffbrötli. Für etwa 6 Brötli nehme ich 200 ml Wasser. Ich mache es eben in Etappen, dass es nachher nicht übergärt. Das Wasser zimmerwarm, 35 Gramm Zucker dazu, 30 ml Milch und ein Würfel frische Hefe, ein bisschen verbröselt. Dann rühren wir das Ganze kurz durchrühren und lassen es dann 5 Minuten stehen. Dann tun wir 500 Gramm Weissmehl, das tun wir sieben und dazu alles drin. 8 Gramm Salz, 1 Ei und 90 Gramm Manke, den tun wir schmelzen. Dann tun wir das Ganze von Hand zu einem geschmeidigen Teig kneten. Das geht nicht so lange, wirklich nur, bis er schön geschmeidig ist. Dann tun wir den Teig mit Klarsichtfolie zudecken und lassen eine Stunde ruhen. Dann ist der Teig schön aufgegangen. Dann tun wir mit feuchten Händen etwa 6 Kugeln formen. Legen die auf ein Backblech mit Backpapier und drücken sie dann ein bisschen. Dann tun wir es wieder schön mit Klarsichtfolie einpacken und lassen es noch eine Stunde gehen. Dann nehmen wir 1 Ei, 2 Esslöffel Wasser und 2 Esslöffel Milch. Dann das miteinander verrühren. Das ist wichtig, muss alles Zimmertemperatur haben, sonst fallen dann unsere Brötchen zusammen. Dann reiben wir es damit ein, aber schön vorsichtig, tupfend, dass sie nicht fest runterflachen. Dann tue ich noch ein bisschen Sesam drüber, in dem schwarzen. Ganz einfach, weil ich den gerade rumgehauen habe. Dann haben wir 16 bis 20 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze backen. Wenn sie aus dem Ofen kommen, lassen wir sie auf einem Gitter auskühlen und fertig sind unsere Hamburger Brötchen. Ich wünsche einen guten Tag.